Hallo, ich hab gedacht, ich schau mal rein beim Nachbarn. Komm rein, wie geht's denn so? Och ja, so und so. Ich hab einen riesen Hunger übrigens. Tja, das scheint ja so eine Art Grundsituation zu sein. Machst du damit eine Anspielung auf meine Figur? Nein, keineswegs. Ich dachte das nur so geistig, denkerisch. Zum Denken bin ich viel zu hungrig. Soll ich dir was kochen? Bis du fertig bist, ist es nichts in meinem Magen schon wieder ganz, ganz arg. Da es ja aber ein Nichts ist, kann es ja auch nicht wehtun. Doch, das tut's aber. Es krampft sich mit aller Gewalt zusammen. Und schwupps ist das Nichts kein Nichts mehr, sondern ein schwer verkrampfter Klump. Machst du dich etwa lustig über mich? Nein, sorry, mir fiel halt nur gerade der Jakob Böhme ein. Der dachte so den Anfang von allem. Ach, auch ein Hungerkünstler, verstehe. Der Anfang von allem ein Nichts. Und dieses Nichts ist ein Suchen nach etwas, eine Art Hunger nach Sein. Aha. Und dann fasst es sich selbst als einen Willen und dann wird es beweglich und die Gefühle entstehen. Und es treibt und quält und reibt sich. Hallo, Und ich die habe Reibung entzündet Hunger. sich und Licht fährt aus dem Feuer auf. Und alles wird erleuchtet und klar. Und ein schöner Ton durchdringt alles und formiert einen Körper. Ich gehe jetzt mal in den Kühlschrank und du machst weiter. Und das alles ist eine schöne Harmonie, jedenfalls zunächst. Oh, hier gibt's Würstchen. Und dann geht es weiter mit den Elementen, die spielen miteinander. Und Gürkchen. Verrückt, wenn man bedenkt, dass Jakob Böhme sich das alles ausgedacht hat. Und hast du was dagegen, wenn ich mir ein Bierchen aufmache? Dabei war er eigentlich nur ein einfacher Schuster, aber voller Und Geist. ein Schnäpschen rein? Schnäpschen? Ja. Voller Geist war er, der Böhme, aber kein Säufer. Ich muss doch mal gucken, was hier in der Küche vor sich geht.